Und damit willkommen zur heutigen Folge Pokémon Silber Randomizer Nuzlocke mit dem Tem. Ich bin Tem. Und du bist eine Muku. Ja. In der letzten Folge haben wir Route gemacht. Bis hierhin. Ich weiß gar nicht, ich werde jetzt nicht nachgucken, wie zu faul, welche Route das war. Jetzt gehen wir weiter nach unten nach Oliviana City, glaube ich. Was wir ganz dringend tun wollen. Ist Level 33 nicht überschreiten? Gleichzeitig hätte ich Chirop gerne aufgelevelt. Um endlich Flügelschlag zu bekommen, glaube ich. Auf Level 30. Werden wir aber sehen. Dicker Mann? Ein bisschen tut mir das schon was. Also weiß nicht, ob du das jetzt musst. Pokéfan Tristan, ich muss mal quietschen und den Stuhl anpassen. Ich sitze zu niedrig. Parasect ist tatsächlich minimal ärgerlich. Aber es ist nicht Gen 1, also ist Blutsauger nicht so schlimm gegen mich. Das finde ich frech. Das finde ich sehr frech. Ist jetzt zum Kotzen. Naja. Das kann ich übrigens auch. Ich blutsauge einfach zurück. Wobei ich nicht weiß, ob Biss besser wäre, aber Käfer ist zumindest... Ich weiß nicht, ob Biss besser wäre. Wahrscheinlich schon. Es ist Blutsauger. Bitte was? Oh nö, ja gut, testen wir es. Wir haben herausgefunden, ist egal. Ist beides Kackies. Wir haben aber bestimmt noch irgendwelche Amarena-Bären, also Anti-Para-Bären. 10 Stück, ja komm. Ist perfekt. Weil ich könnte jetzt zurück zum Pokécenter rennen. Aber die letzte Route, du musst immer durch Gras. Dafür bin ich zu faul. Ich kann natürlich Zerschneider einsetzen. Und den guten alten Teleport machen. Will ich nicht. Ist ja auch meine Zeit. So, was kannst du? Antoinette. Oh wei. Warum? Müsst ihr jetzt alle Pflanzen-Pokémon haben? Vor allem dann auch noch Psycho. Pass mal auf. Tatsächlich sehr großes. Du bist fast Level 30? Du bist weniger fast Level 30. Dann macht Elliot das jetzt einfach. Wahrscheinlich hat Owei schon Hypnose. Konfusion macht nichts. Au. Hey, immerhin 5 Schaden. Finde ich krass. Ist Eierbombe. Eierbombe. Cool. Wir sehen uns gleich wieder. Natürlich hast du auch noch eine Beere. Ist mir zwar scheißegal. Gibber! Mein Gott, was ist das für ein Kampf? Was ich sagen wollte. Ich habe mich vermutlich vertan mit der Stärke von Eierbombe. Ich habe irgendwie gesagt, das hat eine 65 Stärke. Aber jetzt gucken wir nochmal genau nach. Ey. Was ein Drecks-Pokémon das gerade war. Angriff 100. Ist also relativ stark. One-Shot jetzt ein Owei. Nein, auch mit einem guten Schlag nicht. Und der Reflektor war da gerade weg. Ha,
Oh wei. Ich bin nicht zufrieden mit der 75-Treffer-Chance und mit der 3-Treffer-Chance auf Gesang. Aber hey, ist so wie es ist. Weiter geht's. Wir können hier gleich was fängen, aber ich gehe erst in die nächste Stadt. Hole mir ein paar Pokebälle vielleicht, ich weiß es nicht. Bitte hab kein Pflanzen-Pokémon, Zimbabwe. Das ist okay. Das kann ich Egelilil sammeln, ne? Ja, das stinkt zwar ein bisschen nach Kot. Aber passt schon. Ich werde es auch nicht einschläfern, weil scheiß auf Härtner. Vielleicht, keine Ahnung. Ich hätte halt nur gemisst und er hätte den gratis Härtner bekommen, dann mache ich lieber einfach den Damage. Weg den Scheiß. Blub, blub. Das Blushki. Eieiei. Ich bin aber auch was müde heute. Ist doch unangenehm. La 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 la. Das ist ja großartig, dass du auch Psycho-Pokémon hast. Aber wenigstens hat das keine Igelsamen. Ey, jetzt mach es weg oder schlaf wieder ein wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich mach mal 2 Routenschläge, vielleicht kann ich es dann one-shotten. Ich glaube ja nicht. Vor allem werde ich jetzt verwirrt oder so mit meinem Glück. Ich könnte den Weichheit drücken. Ich weiß nicht, wie viele Trainer noch auf der Route sind. Aber was tut's weh? Ich mach's einfach. Die KP haben ist besser als die KP nicht haben. Dass halt ein fucking Traumato weniger gefährlich ist als ein dummes Ei. Eierbombe. Ich will nicht mehr Eierbombe haben. Ich will wieder Pfund haben. Leck mich am Arsch. Vor allem, das hat 10 AP. Und von 4 sind jetzt 2 daneben gegangen. Ich will nicht nur 5 Dinger treffen. Das ist doch Kotze. Sichlor. Weißt du was? Dagegen habe ich was. Hui! Ey, zum Glück ist das eine Unlichtattacke. Und damit speziell. Du hast mich verfolgt, jetzt musst du sterben. Na, 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 na. Dummes Team, mag ich nicht. Zimbabwe wurde verprügelt. Okay, hier gibt es wirklich keine Trainer mehr. Muss ich gegen den Rivalen? Ich hab gehofft, ich muss nicht gegen dich kämpfen, Marcelito. Muss ich gegen dich kämpfen, Marcelito? Gott sei Dank. Ich meine, mir geht's jetzt nicht so mega scheiße, aber ich hab keine Lust. Ich kann mir Superbälle kaufen. Was habe ich denn an Superbällen? 8 Stück. Holen wir uns mal 12. Ja? Das ist eine vernünftige Zahl. Und teuer. Hypertränke. Wie viele Super- und Hypertränke habe ich? Ich glaube, Hypertränke habe ich einen, wenn dann. Ja, weil ich mir auch keine kaufen konnte. Supertränke habe ich 15. Hypertränke werde ich mir jetzt keine 14 kaufen können. Wobei doch, aber ich hole mir hier mal 4, weil wirklich die funktionieren nur auf Elliot. Und wann brauche ich die wirklich? Aber kein Problem, wir fängen jetzt 2 Pokémon. Einmal erstmal oben im Gras. Vielleicht soll ich das Pokécenter. Ich bin mir nicht sicher, beim ersten Mal durchspielen, ohne Internet damals, habe ich gewusst, wo man das Fahrrad bekommt? Ich meine, ich hatte es. Irgendwann bestimmt. Aber habe ich gewusst, wann habe ich gewusst, dass man das Fahrrad bekommt?
Weil ich kann mich so gut an diese Musik erinnern, dass ich nicht weiß, ob ich das Fahrrad oft hatte. Und ja, pass auf, wenn ich jetzt den Screen wechsle, dann ist die Fahrradmusik wieder weg. Und die normale Routenmusik fängt an. Was heißt, du hörst ja das Fahrrad nicht mal so häufig. Falsche Taste, ich habe schon wohl nachvorgetan, ich bin ein bisschen müde. Okay. Aber hatte ich das Fahrrad am Anfang? Ich weiß es nicht mehr. Weil das war halt noch... Okay. Okay, okay. Das ist ja gut. Weil ein gutes Stein-Pokémon in der Hinterhand haben und wieder ein Steinboden, weil warum nicht, ist gut. Rizeros. Ich denke, das kann nicht explodieren. Aber saftig, meine Kinder. Ist immer saftig. Level 17. Gut. Furienschlag, Hornattacke, Rutenschlag, Stampfer. Aber es lernt von selber Erdbeben. Kurz vor Rot, weil auf Level 65 trainierst du kein Pokémon in Silber. Hey, Hornbohrer kannst du noch nicht, das ist wichtig. Ja. Mag ich, nehme ich. Ich kann es sogar einschläfern mit Epipactus vielleicht. Ich will nicht unbedingt in Elliot gehen. Aus Gründen. Außerdem habe ich schon einen perfekten Namen. Ja, wir müssen weiter Wickel drücken. Ich kann natürlich mit Zerschneider angreifen, mit Epipactus, aber... dann ist wahrscheinlich der passive Schaden von Wickel besser. Erstmal. Für ein paar Runden. So. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Genau, Fahrrad. Ich weiß, ich habe als Kind schon nicht alle NPCs angesprochen. Zumindest nicht nach der ersten, vielleicht zweiten Start. Weil, das macht man nicht. Kein Mensch macht das. Aber was soll man tun? Irgendwann hatte ich es halt. Und ich weiß halt nicht mehr. Nee, damals hatte ich noch nicht irgendwie einen Kumpel oder so, der mir sagen könnte, hey, da ist das Fahrrad, guck mal ran. Beziehungsweise daran müsste ich mich doch erinnern. Oder nicht? Wir können mit Fribbiken weiter... wickeln. Dann gehen wir in Epipactus oder werfen einfach schon Superbälle. Rizeros ist auf jeden Fall cool. Ich mag auch Rihorn. Hätte auch vielleicht mega cool. Hätte auch vielleicht Erdbeben ein bisschen früher gelernt, aber hey, warte mal. Ich finde auch geil, dass Klammergriff eine leicht andere Animation hat als Wickel, weil das natürlich so eine unglaublich andere Attacke ist. Aber ich bin auch zufrieden, wenn wir Frühbeginn behalten können. Ich brauche halt irgendwas, was Explosionen überlebt. Das ist der ganze Sinn dahinter. Knapp. Eine Runde noch, was sagt ihr? Das haben wir Rizeros. Da schlängeln sich Schlangen um ihn rum. Und ja, Molnar war wahrscheinlich nicht so gefährlich, aber Fribbelkin ist selbst für ihn ein bisschen groß. So, das muss jetzt reichen. Klar können wir in den roten Bereich bekommen, aber ich will jetzt keinen Scheiß bauen. Pikachu! Ja, komm, Level 27, das klappt. Dann Schlafpuder, nicht Egelsamen drücken. Egelsamen killt ihn selbst, wenn ich wechsle, das wollen wir nicht. Darum ist Wickel so cool. Zum Schwächen. Wenn man keinen Trugschlag hat. Und jetzt, superbe Ball. Wusch. Es gibt natürlich noch kein Rihornior, aber hey, Rizeros. Vor allem mit ein paar Attacken, die wir haben. Als TMs. Donnerblitz. Natürlich nicht, kein guter Spezangriff. Rizeros, Bohrer, 120 Kilogramm. Also, hat auf seine Linie geachtet. Sein Gehirn entwickelte sich, als es seine Hinterfüße benutzte. Seine Haut schützt es vor Magma. Welche Magma? Also ist Rizeros wesentlich intelligenter als Rihorn. Du wirst natürlich Rickhorn heißen. Eine Anspielung auf eine Taglock, die nie war. So traurig. Egal, Rickhorn. Dass ich das Ohr erwischt habe.
Oh! Und da ist mir was eingefallen wegen den Kommentaren. Ich wollte gerade Bill anrufen. Das letzte Pokémon hast du seine Box voll gemacht. Du musst deine Box wechseln, wenn du Pokémon fangen willst. Sehr gut, mein Freund. Weil ich sowieso an Pokécenter vorbei muss, kann ich das auch gerade tun. Lalalala. Heute wenig Teleport. Das ist aber absolut okay. Weil was soll's. Wir fangen jetzt sowieso noch ein Pokémon. Dann waren das 20 Minuten Aufnahme. Ja, der Kampf wurde ein bisschen vorgespult. Wird aber auch nicht den Braten fett machen. Mmh. Ein fetter Braten. Jedenfalls, Bills PC. Box wechseln. Box 2. Speicher. Gar kein Problem. Wobei, wir können noch zwei Pokémon Angling machen. Oh, warte! Noch besser! Irgendwo gibt es hier die Superangel. Oder die Profi-Angel? Was auch immer die nächste Stufe ist. Ja, hier Kraftfeld auf den Weg zu räumen. Ich wusste nicht mehr, dass man hier Stärke bekommt. Und ich weiß, ich glaube, ich krieg die Angel auf der rechten Seite der Stadt. Okay, gut. Braucht man Stärke in dem Spiel? Ich versuche mich gerade zu erinnern, ich glaube nicht. Aber ich weiß es nicht. Das ist wie ein Pokémon. Ditto ist Sausages gegen meinen Sarzenia. Habe ich ein Ditto? Ich glaube, ich habe ein... Das ist nicht schlecht. Sarzenia natürlich kein Bisaflor, aber hey, Ditto ist halt komplett scheiße. Okay, hier kriege ich die aber nicht. Gruselige Geschichten. Ich schicke Kinder auf die Strudelinseln. Du weißt schon, die Insel mit den Strudeln, wo man easy ersäuft. Cool von euch. Du, Angel. Ja. Yeah. Ich finde gut, dass ihr alle zu viel Geld habt. So eine Angel. Ich weiß nicht. Ich habe einen Kumpel, der angelt. Der könnte mir wahrscheinlich sagen, wie unglaublich dumm teuer so eine Angel ist. Hoch damit. Jetzt gucken wir mal, was wir fangen können. Digi 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 bab digi du. Ey, warum habe ich diesen Trigger Happy Finger? Los, Profi-Angel. So, Oliviana City Encounter. Ich weiß auch nicht, ob ich auf der nächsten Route... Wir haben kein Dodri und auch kein Dodu. Wir haben nämlich Elliot gefangen auf der Route, wo es Dodri gibt oder so. Und Donnerwelle. Aber hey, Dodri cool. Cooler als unser anderes Vogel-Pokémon, was wir schon gar nicht mehr im Team haben. Glaube ich, finde ich, weiß ich nicht. Doch. Oh, wie viel macht das? Mit dem Crit so viel, okay. Also macht es genauso viel, wenn ich jetzt wechsel in, was ich auch tue übrigens, Fribbeken. Weil es ist schon paralysiert, ist also egal. Hat auch nicht verfolgt, also kommt keine spezielle Attacke. Oh nein. Das kann mir 5 KP Schaden machen. Oder mehr. Oder mehr, was weiß ich. Es hat mir 6 KP Schaden gemacht. Ein Move, der 5-mal treffen kann. Jedes Mal mit einem KP. Und es hat nur 4-mal getroffen. Hat mir 6 KP Schaden gemacht. Glückwunsch, Dodri. Wie nenne ich Dodri? Das ist okay. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Los, Superball. Superball! Das könnte jetzt gut verschwendet sein. Ich kann es nämlich noch easy anschwächen, ja. Aber komm, ich will auch mal faul sein. Ach komm, ja. Cool. Cool, 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 cool.
Ist auch genau, was ich wollte, glaube ich. Wann wird denn Klammergriff gelöst? Ich will quasi warten, bis es gelöst ist, dass ich wieder passiv drauf machen kann. Versteht ihr? Aua. Da ist es. Komm, jetzt noch einmal und jetzt werfe ich wieder Bälle. Terminus Gray kann seine Sprache. Ich glaube, ich nuschel gerade auch ein bisschen, wenn ich mich nicht drauf konzentriere. Wenn ich jetzt einfach schneller spreche, quasi. Das war jetzt übertrieben als Stilmittel, um klar zu machen, was ich meine. Aber wenn ich noch so halb im es ist morgen Modus bin, ich glaube, dann bin ich noch eingeschränkter, was meine Sprache angeht. Das ist interessant zu beobachten. Super, Ball los. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Dotri nenne. Jetzt weiß ich, wie ich Dotri nenne. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, Verfolgung ist natürlich speziell, macht mir mehr Schaden. Gleichzeitig ist es ein Dotri mit einer speziellen Non-Step-Attacke. Gen 2, Dotri hat keine speziellen Step-Attacken. Geht so nicht. Logisch. Können Sie bitte... Ey! Freund Nase! Du bleibst jetzt im Superball. Ich könnte einen Köderball werfen, ich hab dich geangelt. Zwing mich nicht dazu. Alles klar. Alles klar, du willst im Köderball gefangen werden. Ich hab das verstanden. Jetzt nicht aus Versehen Steinwurf einsetzen. Köderball, ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Hast du davon? Jetzt bist du ein Dodri im Köderball. Wahrscheinlich das erste überhaupt. Bekommt eine Köpfe Futter, sind auch die anderen zufrieden und hören auf zu streiten. Weiblich. Nee, ich nenne dich Kartoffelbrei. Kann ich dich Kartoffelbrei nennen? Das geht nicht ganz, wir müssen improvisieren. Ich nenne dich Kartoffel. Mit einem F, Kartoffel. Und dann mit dem A, wenn wir es schon so schreiben. Kartoffelbrei. Ja, Kartoffelbrei. Mega. Ich glaube, wir fangen jetzt kein Pokémon mehr, wird schon wieder spät. Darum, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo wir einfach den Leuchtturm machen. Und dann geht's auch schon nach der Almode City. Ich kann das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Nemo wird in Findet Nemo gefragt, wo wohnst du? Und dann in der See. Der Almode. Winkelgasse. So, hier, Terminus raus. Bo!